Heute geht es hinein in die Herbstrosenzeit. Schaut, wir haben jetzt hier ein Förmchen, das ist unser Röschen. Und jetzt haben wir hier Mürbteig. Und wir nehmen jetzt hier einen Mürbteig, der auch nicht verläuft. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir nicht in der Form backen. Sie bekommen von uns immer das Rezept, was wir für das Gebäck verwendet haben. Okay, so, und jetzt geht es daher. Nehmt eine Kugel, einfach von dem Teig, drückt das hier so hinein. Das geht so schnell. Ich glaube, die ganze Familie macht mit, wenn sie Röschen backen. Die Kinder haben da die größte Freude. Und sie können die Kugel immer so groß machen, wie sie das wollen. Das kommt immer darauf an, wie groß sie die Röschen haben wollen. Hineindrücken, die Form ein bisschen auseinanderziehen und schon ist ihr Röschen wieder fertig. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen Gäste. Ich finde es einfach super, wenn mir jemand einen Cappuccino anbietet, einen Latte oder einen Espresso, ganz egal, und ich habe ein Gebäck dabei. Das fehlt manchmal und das ärgert mich, auch wenn es die Figur nicht verträgt. Aber das Gebäck gehört dazu und das brauche ich einfach, wenn ich Cappuccino trinke oder all die anderen Dinge. Hineindrücken, auseinanderziehen und schon haben Sie das Röschen. Und wenn Sie sagen, ich möchte das Röschen ganz klein machen, weil Sie jetzt eine Schnitte mit Rosen verzieren wollen, oder wenn Sie sagen, ich brauche es wirklich als Tortendeko, dann mache ich das ganz klein so, drücke es raus und dann habe ich ein ganz kleines Röschen. Und Sie könnten auch, wenn Sie wollen, die Röschen einfärben. Ich bin jetzt nicht der große Freund von Lebensmittelfarben, aber wenn jemand sagt, ich will es, dann ist das okay. Wenn Sie das aber auf eine Torte legen, dann empfehle ich immer, nehmen Sie das Röschen und geben unten auf dem Boden etwas Kuvertüre, damit der Keks auf der Torte nicht durchweicht. Okay? Schaut's, und da haben wir das. Also auf der Unterlage bitte nicht backen, gell, sondern nur auf der Folie. Aber wie gesagt, das ist ja auch ein Tablett. Gerade haben meine Damen gesagt, ich rede so schnell. Jetzt mache ich es mal ganz langsam. Und jetzt sage ich Ihnen was. Sie brauchen dieses Röschen. Okay? Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Und schaut, hier habe ich den Espresso schon vorbereitet. Es liegen hier viele Röschen. Ich weiß noch nicht, ob ich alle zwinge, aber ich versuche es jetzt mal. Gell? Okay, dann macht es gut.